Willkommen zu meinem Talk über Feature Flags und CI/CD. Wenn ich jetzt gerade mal in die Liste gucke, es scheinen ja zumindest ein paar Leute da zu sein. Ich stelle hin und wieder mal ein paar Fragen und ich hoffe, da schreiben dann auch ein paar Leute mal was in den Chat. Und dann habe ich das mit dem Blick. Gerne auch Fragen direkt reinwerfen. Ansonsten haben wir am Ende noch mal eine Fragerunde. So, kurz zu meiner Person. Ich bin Suryvan, ich bin Solutions Architect bei GitLab. Ich war schon die letzten paar Jahre bei diversen Frostcons mit dabei, mit diversen, vor allem Git Talks. Und meine Rolle als Solutions Architect ist eigentlich mehr die technische Pre-Sales-Rolle. Das heißt, ich verkaufe Leuten GitLab in den Enterprise-Versionen. Da wir hier aber mehr auf so einer Open Source Konferenz sind oder bei einer Open Source Konferenz sind, versuche ich das mehr so zu halten, dass das möglichst auf die Open Source Komponenten eingegangen wird. Das klappt nicht bei allen Sachen, aber entsprechend hierzu der Disclaimer. Also, es wird keine Werbeveranstaltung, würde ich nur damit sagen. So, zuerst einmal Feature Flags. Was sind das überhaupt? So ganz grob. So ganz grob geht es eigentlich nur darum, dass man Features dynamisch an- und ausschalten kann. Und mich würde jetzt mal interessieren, für die Leute, die im Chat auch drin sind, ob irgendwer schon mit Feature Flags gearbeitet hat oder nicht. Also einfach mal Ja oder Nein schreiben, das würde mich mal schon mal interessieren. Ah, zumindest einer hat schon mal. Nein, 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 nein. Ein paar Mal ja. Gut, weil mein Vortrag konzentriert sich halt mehr auf Feature Flags und ein bisschen auch, wie man damit arbeiten kann und beziehungsweise wie man das auch mit GitLab verwenden kann. Und deshalb gehe ich so gerne mehr so auf die grundlegenden Sachen ein. Was sind Feature Flags überhaupt und wie kann ich das Ganze denn überhaupt nutzen und was habe ich einen Vorteil davon? Wichtig ist dazu erstmal, dass man ein ordentliches CI/CD-Pipeline hat. Mit GitLab geht das direkt selbst, weil das in GitLab mit drin ist. Ich gehe jetzt so ein bisschen von aus, dass man GitLab kennt. GitLab selbst ist, kurz weitermachen. GitLab selbst hat viele verschiedene Funktionen mit eingebaut, alles, was man für DevOps braucht, innerhalb von einem Tool. Und ich glaube, die meisten kennen das von euch vermutlich wegen, weil irgendwelche Source Code Repositories hosten und vielleicht noch GitLab CI schon verwenden. Und da gibt es aber halt noch diverse weitere Features, die da so drin sind. Das sind so einige Sachen wie eine Container Registry, eine Package Registry, Deployment auf dem Kubernetes, Monitoring und so weiter und so fort. Und vor allem auch so Security Checks. Und das Ganze lässt sich dann halt schön automatisieren aus einem Tool heraus. Und das ist in dem Fall recht praktisch, weil man dann halt alles aus einem Tool heraus machen kann und nicht so viele Kontext-Switches haben muss. Dazu haben wir ein Feature bei GitLab, das nennt sich AutoDevOps. Das funktioniert vor allem bei Microservices-Projekten, also relativ kleine Projekte, die nach der normalen Programmiersprache, mit der man das geschrieben hat, zum Beispiel gemacht wird. Das heißt, man muss für AutoDevOps, wie der Name halt schon sagt, macht das automatisch. Da muss man also nicht viel mehr tun. In dem Fall hat man dann halt zum Beispiel ein Java-Projekt. Dann erkennt halt GitLab, guckt in das Repository rein, guckt nach, was ist das überhaupt für ein Projekt, was haben wir da überhaupt für eine Programmiersprache oder für ein Tooling drin und versucht eine komplette CI/CD-Pipeline halt selbst zu erzeugen. Und das Ganze funktioniert dadurch, dass er dann diverse Open-Source-Projekte verwendet, um eben zu erkennen, so, okay, hier ist eine POM-XML drin, das ist dann wohl ein Java Maven-Projekt und ich versuche das jetzt mal zu bauen. Und nachdem das dann gebaut wurde, baut er auch meistens auch noch einen Docker-Container draus, pusht das auf die eigene Container-Registry und kann, je nachdem, welche Version man von GitLab verwendet, also ob man Enterprise-Features hat oder nicht, noch Security-Checks machen und auch eben dann deployen auf ein Kubernetes und hat man direkt eine Live-Umgebung, um das zu sehen. Und das ist so ein der Grundsatz, der wichtig ist, um Feature Flags mit GitLab auch verwenden zu können, weil Feature Flags bringen nicht so viel, wenn man kein Continuous Deployment machen kann. Dazu kommen wir jetzt gleich aber noch ein bisschen näher.
Ganz allgemein, wir haben halt bei GitLab diese verschiedenen Stages, nennen wir das, wo verschiedene Funktionen gekapselt sind. Ich konzentriere mich hauptsächlich um die Stages, die ich hier eingeklammert habe, Release, Config und Monitor, um eben zu sehen, was ist denn das, also nachdem schon alles deployed wurde, geht es ja mehr darum, wie die Anwendung dann halt eben genutzt und gebaut wird, beziehungsweise gemonitort werden kann. Auf die anderen Sachen werde ich nicht so wirklich eingehen. So, um erstmal zu verstehen, wofür man das gebrauchen kann, erzähle ich erstmal was zu so, ich nenne das jetzt mal traditionelle Deployments. Also der Entwickler schmeißt irgendwas dem Sys-Admin über den Zaun und dort wird es dann irgendwie deployed und keiner weiß so wirklich, was die andere Seite macht. Und so habe ich dazu auch ein Beispiel. Beispiel ist ein Online-Shop. Das ist, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar. Man hat einen Online-Shop und das Marketing-Team hat eine Idee, okay, wir machen hier heute oder an einem bestimmten Tag eine große Kampagne und sagen, okay, wir machen ein großes Angebot, startet um 15 Uhr, geht bis 24 Uhr und das bewerben wir dann groß im Internet, Fernsehen, whatever. Und dazu muss dann so Sachen wie die Werbung muss halt angepasst werden, eventuell Preise angepasst werden und das muss halt um Punkt 15 Uhr live gehen, weil ansonsten ist blöd, wenn die Kunden draufkommen und man sieht die Angebote noch nicht, obwohl sie halt nicht schon da sein sollten. Das ist so ein bisschen auch eine Erzählung, die ich aus anderen Firmen teilweise kenne, wo dann halt die Anpassungen gemacht wurden und die wurden an einem Punkt 15 Uhr hochgeladen oder deployed, was dann halt nicht unbedingt immer funktioniert hat. Die Herausforderung dazu ist halt eben, die Anpassung muss pünktlich fertig sein. Ist klar, ist ja unabhängig davon, wie man das jetzt genau macht. Und dass es halt eben um 15 Uhr live geht. Wenn es nicht live geht, hat man eben den Nachteil, dass man dann eben, ja, dass man Geld verliert, weil die Leute dann halt wieder weggehen. Und die wollen ja eigentlich was kaufen. Und das wollen ja die Leute, die was verkaufen wollen, entsprechend nicht, wie es halt in so einem Online-Shop der Fall ist. So, und jetzt so ein Beispiel, das führe ich mal das Beispiel weiter. Und zwar sind jetzt zum Beispiel um 12 Uhr die Anpassungen schon alle fertig. Die sind jetzt lokal alle getestet, aber halt noch auf keiner Produktivumgebung. Was aber blöd ist, weil wenn man dann um Punkt 15 Uhr das Deployment anstößt, dann schlägt das Deployment aus irgendwelchen Gründen fehl, weil man auch noch irgendwas verändert hat, was hätte nicht geändert werden soll. Bonus weg? Wieder da, okay. Genau, also wo war ich gerade? Genau, also um 15 Uhr schlägt das Deployment aus irgendwelchen Gründen fehl. Und dann sieht man noch irgendwie, okay, da ist noch ein zweiter Fehler drin. Auf der Angebotsseite wurde was verlinkt, was aber falsch ist. Und dann hat man halt den Nachteil, so, okay, das dauert dann ein paar Minuten. Und das hat dann den Resultat, dass man direkte finanzielle Einbußen hat. Man hat einen hohen Puls, weil meistens der Chef oder die Chefin hinter einen steht und dann Druck macht, warum das nicht funktioniert. Das kann man mit Featureflex ein bisschen umgehen und dazu komme ich dann halt gleich. Und genau, also wir gehen jetzt wieder an. Es ist versucht worden zu deployen, beziehungsweise wurde dann deployed. Dann muss man erstmal wieder hingehen und die Änderungen im Source Code machen, das Artefakt nochmal bauen, nochmal deployen und dann gucken, dass es funktioniert. Und jeder dieser Schritte dauert halt ein paar Minuten. Und jeder dieser Schritte kann halt dazu führen, dass dass irgendwelche Fehler passieren, beziehungsweise dass es halt länger dauert. Und jede Minute kostet dann letztendlich für den Online-Shop bares Geld. Und das will man ja meistens eigentlich eher nicht. Genau, viele Nachteile. Man hat einen hohen Stressfaktor. Also ich habe das teilweise einmal gesehen. Da gab es dann irgendwie häufig Fehler, hoher Stressfaktor. Da wurden dann teilweise irgendwelche Deployments noch durchgeschoben, obwohl irgendwelche Tests fehlschlägt. Hauptsache ist es noch pünktlich online. Und ja, und dann zählt halt jede Minute und das ist dann halt entsprechend anstrengend. Die Nachbedingung ist dann halt, okay, das Angebot geht dann halt von 15 Uhr bis 24 Uhr. Um 24 Uhr muss jemand ein neues Deployment machen. Wir sind hier immer noch beim traditionellen Deployment, dass dann jemand die Änderung nochmal machen muss, das Artefakt bauen muss, nochmal deployen muss, damit es dann um Punkt 24 Uhr auch wieder beendet ist. Soweit die Vorbedingung quasi als, ja, quasi traditionelles Negativbeispiel. Das Ganze kann man ein bisschen umgehen, wenn man Featureflex verwendet, um einzelne Features entsprechend an- und ausschalten zu können. Und bevor wir darauf näher eingehen, mache ich erstmal so eine kleine Abgrenzung. Und zwar gibt es
Canary-Deployments, A/B-Tests und Feature-Flags. Das sind alles so drei Sachen, die unterschiedlich sind, aber die sich teilweise überschneiden bzw. überschneiden können. Deswegen fange ich direkt mal mit Canary-Deployments an. Canary-Deployments ist relativ einfach gehalten, wenn man das jetzt kurz erklärt, ist eigentlich nur, okay, wir machen ein graduelles Deployment. Das heißt, wir sagen jetzt nur so, okay, 10% der Nutzer rollen wir die Anwendung aus, machen ein Monitoring, um zu schauen, ob das Ganze dann funktioniert, beziehungsweise ob irgendwelche Fehler auftreten. Da braucht man natürlich entsprechendes Logging. Und dann kann man das entsprechend hochskalieren, dass dann am Ende das für alle ausgerollt ist. Das kann man halt so für eine Anwendung verwenden. Man kann das auch mit Feature Flags kombinieren. Was halt auch der Fall ist, ist, dass man halt das auf bestimmte Regionen festsetzen kann. Ihr habt das bestimmt teilweise schon mal irgendwo gehört, dass man dann halt entsprechend die in bestimmten, dass Google zum Beispiel irgendwas Neues ausrollt und da steht dann, ja, okay, das wird in den nächsten 24 Stunden ausgerollt und dann macht man das eben schubweise, um nicht eben um alle Server nacheinander zu updaten und nicht immer die und Fehler halt frühzeitig korrigieren zu können, bevor das überhaupt alle Nutzer trifft. Und das ist so ein Punkt von Canary-Deployments. Der nächste Punkt sind A/B-Tests und das ist auch ein interessantes Feature. Und zwar kann man damit halt schauen, wie sich unterschiedliche Implementationen für unterschiedliche Nutzer auswirken können. Also funktioniert der Kaufbutton in einem Online-Shop besser, wenn der oben ist oder wenn er unten links oder unten rechts ist. Also ein oder mehrere Bedingungen. Und dann ist es natürlich praktisch, das dann zu testen und anhand von Metriken dann zu erkennen, ist das jetzt was, was funktioniert oder was nicht funktioniert bei den Endnutzern letztendlich. Und wenn das dann entsprechend funktioniert, kann man das dann entsprechend wieder ausbauen, sodass man das dann als Default mit übernimmt. Das sieht man teilweise dann manchmal auch bei irgendwelchen Seiten, die dann, also Netflix macht das zum Beispiel, um irgendwelche Preiserhöhungen zu testen. Die sagen dann nur auf 10% der Nutzer, zeigen wir jetzt eine neue Preisstruktur an und gucken, ob die Leute das immer noch kaufen oder wie die reagieren. Und das sind so A/B-Tests, um herauszufinden, wie funktioniert das denn überhaupt. Kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich Feature Flags. Und das kann dann zum Beispiel halt, das sind dann halt so Sachen, die können dann halt wie wir halt schon gesagt, bei Bedarf an- und ausgeschaltet werden. Und das kann man halt gleichzeitig auch für einen Bruchteil der Nutzer an- und ausschalten. Und der wesentliche Vorteil davon ist halt, man kann halt neue Funktionen komplett im Produktivsystem auch testen und ausrollen und gucken, okay, funktioniert das denn überhaupt und kommt so irgendwelche Probleme. Und wie gesagt, halt, das kann man verschieden kombinieren, je nachdem, wie man es halt gerade braucht. Ja, ich gucke mal kurz in den Chat, ob noch Fragen waren. Genau, ein Feature Flag von BÖB Ton aus- und anschalten. Ja, ist auch gut. Genau. Kommen wir jetzt so ein bisschen zu den Typen von Feature Flags. Es gibt ganz viele verschiedene. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel, ein statisches Feature Flag einzubauen. Das ist in dem Fall, ist es halt direkt im Quellcode drin. Das hat jetzt letztendlich auch nicht so viel zu tun mit CI/CD oder sowas. Dann steht halt nur im Code fest verdrahtet drin, ja, wenn heute Montag ist, dann führe dies aus und an den anderen Tagen was anderes. Das ist dann halt im Code mit drin. Hat entsprechend den Vorteil, dass er sehr, sehr einfach ist, mit einzubauen. Hat halt den Nachteil, dass wenn man das deployen muss und sowas, dass es dann entsprechend wieder ein komplettes Deployment braucht. Also es ist halt statisch und nicht dynamisch. Anders sieht das bei dynamischen aus. Die sind halt, wie der Name schon sagt, dynamisch. Es geht dann mit sogenannten Toggle-Routern. Und die können auf verschiedenen Weisen umgesetzt werden. Und das könnte zum Beispiel aus einer Konfigurationsdatei sein, aus einer Datenbank sein, aus einer Admin-UI sein oder man nutzt einen Feature-Toggle-Service. Bei GitLab selbst, wir haben bei GitLab selbst, also beim Softwareprojekt GitLab selbst, haben wir zum Beispiel in der Konfigurationsdatei diverse Feature Flags drin.
womit wir diverse Features ein- und ausschalten können. Es hat halt da den Vorteil, dass man dann entsprechend diverse Funktionen halt mit schon ausrollen kann, die im Standard halt nicht aktiviert sind, aber dann halt für einzelne Nutzer schon aktivierbar sind, auch wenn sie experimentell sind. Und so, dass dann diverse Nutzer dann halt, wenn sie wissen, wie es in der Doku steht, dann entsprechend halt auch sehen, so, okay, da ist ein experimentelles Feature, das wollten wir aber explizit haben und das können wir jetzt halt auch nutzen. Das betrifft dann halt nicht andere Leute, die das halt nicht brauchen. Dann gibt es noch verschiedene Typen von Feature Flags. Das ist unser Release Feature Flags, Experiment Flag, Ops Flag, Permission Flag. Und dann haben wir noch Kategorien statisch dynamisch, das war das von gerade, und dann entsprechend noch langlebig und flüchtig. Da gehe ich jetzt auch noch mal ein bisschen weiter zu ein. Und zwar, was ist denn überhaupt ein Release Flag? Also so noch so ganz allgemein, es gibt den Begriff Feature Flags und Feature Toggles. Das ist letztendlich das gleiche, nur ein anderer Name. Und ich habe das jetzt hier aber, ja, wie ihr gemerkt habt, auf Flags gesetzt. So, was ist jetzt ein Release Flag? Das ist zum Beispiel dafür da, wenn man eine nicht fertige externe API ansprechen möchte und die dann halt schon drin ist, aber man sie mittelfristig halt schon integrieren möchte. Und dann kann man halt diverse Änderungen halt entsprechend schon, das war das gleiche Beispiel quasi, wie ich das gerade bei GitLab-Beispiel selbst genannt habe. Da machen wir das entsprechend halt so, die Integration schon mal alles rein integrieren vom Code her und aber halt im Standard nicht aktivieren. So dass das Nutzer letztendlich nicht merkt, wenn das nicht explizit angeschaltet ist. Und das kann man dann halt entsprechend nutzen, um das dann halt eben kurzfristig diverse Funktionen, kurz- bzw. mittelfristig diverse Implementierungen halt nicht zu nutzen oder nicht nutzen zu müssen im Standard halt entsprechend. Und ein anderes ist ein Experiment Flag. Das ist das, um A/B-Tests zum Beispiel zu machen. Und das ist das, was ich auch vorhin gesagt habe. Okay, wir haben jetzt zwei Buttons. Was spricht die Person besser an? Und wenn man dann noch entsprechende Metriken bereitstellt und dazu dann erfasst, also da muss man auch schon richtig erfassen mit, was klicken die Leute denn an und was für Probleme kommen da eventuell, um dann zu sehen, ob das neue Feature angeschaltet werden soll oder nicht. Und das ist mehr so eine mittelfristige Implementierung, weil man dann halt entsprechend ja auswählen kann, so okay, ist das, da kann man dann ja gucken, okay, wie verhält sich das über Tage, Wochen, Monate oder sowas. Und um dann halt eben so einen A/B-Test zu machen. Das andere ist ein Ops-Flag. Das ist dann zum Beispiel dann nützlich, wenn man hohe Last hat und diverse Funktionen deaktivieren möchte. Im Konkreten habe ich da ein Beispiel. Das waren, glaube ich, keine Feature Flags, aber ich sage ja das jetzt mal trotzdem. Vor ein paar Jahren kam mir das Handyspiel Pokémon Go raus und die hatten dann ja, weil die dann ja irgendwie 50 Mal so hohe Last hatten wie eigentlich erwartet, hatten sie dann diverse Funktionen deaktiviert. Und ich weiß jetzt halt nicht, ob das irgendwie ein neues Deployment war. Wahrscheinlich. Theoretisch geht es halt auch mit Ops Flags, so dass man dann diverse Funktionen halt rausnimmt, die viel Last ziehen, aber die nicht unbedingt sicher gebraucht werden. Was hat man davon? Man kann dann halt entsprechend, okay, die Systeme sind komplett überlastet und wir können jetzt ein paar Funktionen, die jetzt nicht super notwendig sind, was zum Beispiel eine Suchindizierung sein kann, können dann halt deaktivieren, was dann halt wieder Last, ja, wo man dann wieder mehr Last hat, um die Sachen zu, um das Tool, damit das Tool nicht komplett offline geht, während man gleichzeitig natürlich dann arbeiten sollte, die Lasten ein bisschen zu verteilen und neue Server aufzustellen oder sowas, beziehungsweise hochzufahren. Genau, und das ist dann entsprechend das, was man aus betrieblicher Sicht dann entsprechend einbauen könnte. Das sind mehr so langfristige Implementierungen, was heißt das? Man lässt es halt eher langfristig im Code drin und nimmt das eh nicht so schnell raus, weil es halt eben nicht täglich umgeschaltet werden muss. Und das ja nur für die Extremfälle der Fall ist, um die paar Minuten zu überbrücken, um die Lastspitzen abzugreifen. In dem konkreten Beispiel natürlich. So, Permissions Flag ist nochmal ein weiteres. Und zwar dann halt, um Features für einzelne Personen freizuschalten. Das kann zum Beispiel dann sinnvoll sein, wie eine Person arbeitet an, nutzt eine bestimmte Funktion. Die ist für alle kaputt, aber die Person betrifft das hauptsächlich.
Und die Person meldet dann halt den Bugfixer hier, ich habe da einen Fehler drin, ich muss das mal fixen, gefixt haben. Und über einen Feature Flag kann man das halt dann nur für die eine Person erstmal freischalten oder für eine Personengruppe freischalten, um dann zu entscheiden, da kann die Person ja direkt rückmelden, okay, funktioniert so, wie ich es erwartet habe. Und dann kann man das direkt dann für alle freischalten. Das ist dann halt recht praktisch zu unterscheiden, so, okay, welche Personen brauchen das jetzt, welche nicht. Oder welche brauchen das gerade dringender, ohne dass man mögliche andere Fehler dann entsprechend für alle dann direkt ausrollt. Was natürlich auch dann ginge. Was hat man für Vorteile davon? Beziehungsweise was ist das so generell? Wichtig ist, dass man Vertrauen in die eigene Software hat. Wenn man sich nicht traut, regelmäßig also ein Continuous Deployment durchzuführen, dann sind wahrscheinlich auch Feature Flags nichts, weil die Continuous Deployment ist letztendlich, um es richtig zu nutzen, quasi dann die Voraussetzung, um das Ganze zu verwenden. Man kann dadurch halt viel schneller iterieren. Ich hatte ein paar Mal dann mit Leuten gesprochen, die sagten dann so, ja, es geht bei uns dann, nachdem wir dann das implementiert hatten, ging es dann deutlich schneller, die Entwicklung, weil Features direkt dann halt ausgerollt werden konnten im Produktivsystem. Und getestet werden konnten in Produktivsystemen und nicht mit irgendwelchen Testsystemdaten, um dann zu merken, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Aber halt mit Feature Flags so ausgerüstet, dass das dann halt nicht alle Benutzer betrifft, beziehungsweise nur für einzelne Nutzer freigeschaltet wurde, bevor man das dann an alle ausgerollt hat. Und potenziell hat man dadurch halt weniger Fehler, beziehungsweise man kann auf Fehler auch viel schneller reagieren, als das anders der Fall wäre. Und da kommen wir nochmal auf mein Marketingbeispiel in Online-Shop zurück. Das ist jetzt die gleiche Folie, die ich vorhin schon mal hatte. Letztendlich startet das Marketing-Team irgendeine Kampagne wieder 15 Uhr bis 24 Uhr. Die Werbung muss wie gehabt angepasst werden und das müsste halt pünktlich fertig sein, pünktlich deployed sein und um 15 Uhr soll alles live sein. Und was halt vorher passiert, ist ja letztendlich den Leuten egal, Hauptsache das Geld fließt. Und in dem Fall haben wir jetzt auch wieder, okay, die Anpassungen sind um 12 Uhr fertig. Wenn man dann einen Feature Flag hat, dann kann man den zum Beispiel in GitLab oder mit einem anderen Feature Flag Service, kann man das dann entsprechend konfigurieren, für einzelne Nutzer freischalten. Und dadurch, dass man das dann halt für einzelne Nutzer freischaltet, kann man halt direkt prüfen, also, okay, funktioniert das denn überhaupt? Und in dem Beispiel sagen wir jetzt mal, okay, da kommt jetzt doch irgendwie ein Fehler bei dem Deployment. Aber wie ich gerade gesagt habe, wir haben noch 12 Uhr, wir haben noch 3 Stunden, bis das Deployment durch ist, beziehungsweise da sein muss. Und auch haben wir irgendwelche fehlschlagende Tests und weitere Fehler in der Software. Das ist jetzt natürlich ein bisschen Worst Case beschrieben. Dann haben wir immer noch 3 Stunden Zeit, um das Ganze zu korrigieren. Wir haben also Zeit gewonnen, um diese ganzen Iterationen zu machen. Hätten wir also in dem traditionellen Kontext gesehen, dann hätten wir das erst deployen können, dann wäre direkt für alle das kaputt gewesen, oder für alle, die es betrifft. Und in dem Fall sehen wir oft um 12 Uhr dann halt schon so, okay, das Deployment funktioniert schon mal nicht und danach sind noch weitere Fehler drin und wir können dann relativ in Ruhe dann die Korrekturen machen und weiter deployen. Und es betrifft dann halt den Haupt-Online-Shop halt gar nicht, weil man das nur für einzelne Nutzer, die dann intern zum Beispiel sind, freigeschaltet hat. Und ich habe ja gerade schon kurz erwähnt, okay, was hat das jetzt genau mit GitLab zu tun? Und zwar kann man mit GitLab, hat einen Feature Flag Service mit eingebunden. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Jetzt ist das Screen bei mir allerdings auch so klein, dass ich da nicht so viel sehen kann. Wir haben jetzt ein paar Feature Flags drin. Die 3 Stück in dem Fall und davon sind so 2 halt aktiviert und 2 nicht. Die sind auf verschiedene Environments aktiv. Ich glaube, ich kann hier drauf malen. Genau, da steht. Na, genau. Jetzt kann ich, glaube ich, drauf malen. Genau. Da sieht man jetzt zum Beispiel, dass das in der Staging Environment erstmal nur relevant ist oder halt hier auf Production oder halt eben auch hier, wie es hier halt entsprechend steht, in allen Environments. Und was heißt das Ganze überhaupt? Wenn wir da jetzt mal reinklicken, dann sieht man jetzt hier so, okay, wir können jetzt in GitLab unter Operations im Feature Flags ein Feature Flag entsprechend anlegen, schreiben da noch so eine Beschreibung rein und aktivieren das erstmal nur für Benutzer mit der User-ID 1. Wie das ganz genau intern funktioniert, muss man sich dann nochmal im Detail anschauen. Da muss ja natürlich die Datenbank noch mit reinspielen von der Anwendung selbst.
Und damit kann man das zumindest schon mal anlegen. So dass, okay, wir haben jetzt diese Startseite nur für die für den einzelnen Nutzer mit der User-ID 1 freigeschaltet auf allen Environments und dann können wir das Ganze mal testen. So. Und zwar, was man dann halt entsprechend machen kann, ist, wir können dann halt die Feature Flag selbst konfigurieren, Environment setzen, an- oder ausschalten, den Feature Flag. Und auch eine Rollout-Strategy machen, ob man das zum Beispiel, kann man das dann auch kombinieren mit prozentualer Rollout für eingeloggte Nutzer oder entsprechend auch für ausgewählte Nutzer. Also ein wichtiger Punkt noch, Feature Flags in GitLab sind ab GitLab Premium drinne, das heißt in der Bezahlvariante. Für Open-Source-Projekte ist es aber kostenlos nach Beantragung. Man kann das halt auch ohne, außerhalb von GitLab natürlich verwenden. Deswegen versuche ich das möglichst gleich zu halten. Was GitLab nämlich nutzt, nutzt nämlich auch nicht viel anderes als die Open Source Library Unleash oder Unleash. Ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht. Und dafür gibt es dann entsprechend auch Client Libraries, zum Beispiel Java, Go oder Ruby. Und das kann man entsprechend einbinden, um mit GitLab zu sprechen. Also was GitLab letztendlich macht, ist Unleash zu verwenden, wo das dann Ganze schon gehostet ist, sodass ihr das nicht selbst hosten müsst. Wenn ihr aber halt kein GitLab verwendet, dann könnt ihr Unleash selbst auch verwenden, müsst ihr halt selbst hosten. Das sieht dann zum Beispiel so aus, wenn man das in Java macht, ich bin jetzt auch kein Java-Experte, in der POM-XML zum Beispiel, dass man dann entsprechend die Library mit einbindet für Unleash und entsprechend dann auch die richtige Versionsbezeichnung mit einbaut. Und anschließend kann man das dann entsprechend konfigurieren, damit die Anwendung gegen den Unleash-Service, mit dem Unleash-Service sprechen kann. Im Konkreten sieht man jetzt hier halt entsprechend so, okay, wir haben irgendwie so eine Instanz-ID, wir haben noch eine URL und das ist quasi Passwort mit URL, wohin gehen, ansprechen soll. Wenn man das mit GitLab verwendet, kann man das über die UI rausfinden. Ansonsten kann man halt Unleash auch selbst hosten und da kriegt man dann dieselben Daten raus. So, und das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, wie der Code jetzt aussehen würde, wenn wir jetzt einen Feature Flag drin hätten. Ich wiederhole nochmal kurz, wir legen das dann halt in Unleash bzw. GitLab an und kopieren uns da die URL und den Token dazu, binden das entsprechend in unserem Code ein und im Code selbst fragt man einfach nur noch ab, so ja, okay, ist jetzt dieses Feature Flag aktiviert oder nicht? Und anhand dessen spricht die Anwendung halt bei jeder Abfrage, macht das dann halt eine Abfrage an den Server. Okay, ist das jetzt aktiviert auf einen REST-Request? Und wenn das jetzt wahr oder falsch ist, dann wird das entsprechend dann ausgeführt. Wichtig dabei ist, egal wo der Service läuft, also ob das GitLab oder Unleash selbst ist, es sollte hochverfügbar sein und man sollte immer eine Else-Klausel haben, damit was, genau, da kommt jetzt nämlich gerade die Frage, was passiert mit, wenn Unleash Service oder GitLab gerade nicht erreichbar ist, man sollte das entsprechend, man sollte sich bewusst sein, man sollte das höchst hochverfügbar haben und man sollte halt eine Else-Klausel drin haben, um im Notfall trotzdem noch was auszuführen, also irgendeine Default-Sache drin haben, so dass wenn jetzt das erste fehlschlägt, also wenn jetzt der Teil fehlschlägt, weil der Service nicht erreichbar ist, damit er immerhin noch irgendwie diesen Code nehmen kann. Hier steht zwar jetzt in diesem Beispiel jetzt Old Code, das kann natürlich auch ein Standard-Code sein, der dann ausgeführt wird. Und genau, ich glaube, das sollte die Frage beantworten. Ich gucke mal kurz, ob ich noch andere Fragen habe. Das sieht gut aus. So, genau. Was ist der Vorteil, wenn man jetzt GitLab bzw. Unleash verwendet? In GitLab ist es halt selbst mit drin. Ihr müsst euch selbst nicht darum kümmern, das einen Feature Flag Service zu bauen oder zu hosten und es dadurch halt ein geringerer Overhead. Könnt das halt selbst hosten, je nachdem, was gerade da ist oder was euch besser passt. Es gibt, glaube ich, auch noch diverse andere Tools. Man kann ja auch verschiedene Arten von Feature Flags mit verwenden, Feature Flag Toggle Services mit verwenden, wie in der Konfigurationsdatei zum Beispiel. Also es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten.
um das Ganze umzusetzen. Und ich denke, die Idee, wofür das da ist und was damit gemacht werden kann, ist, glaube ich, ganz, sollte klar geworden sein, hoffe ich zumindest. Ja, das war's eigentlich auch schon nach einer halben Stunde. Ich wäre jetzt für weitere Fragen offen. Dann schon mal vielen Dank. Sehr interessant. Warten wir jetzt mal noch ein, zwei Minuten. Da kommt schon die erste Frage. Wie weit skaliert das? Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Frage gemeint ist. Also, bisschen, Einmal ein bisschen detaillierter. ja. Ja, Ja. dass die bezüglich Liste der Feature Flags und Anzahl. Gute Frage. Man sollte prinzipiell aufpassen, wie viele und welche Feature Flags man hat. Und die halt auch im Quellcode, das ist mehr so eine Art Best Practices. Es gab irgendein Finanzunternehmen, glaube ich, die hatten dann irgendeinen Feature Flag-Namen wiederverwendet. Das führte dann dazu, dass dann irgendein ganz alter Code ausgeführt wurde, weil die es halt nicht aufgeräumt haben. Und dadurch halt irgendwie Geld verloren haben, weil ein ganz anderer Code ausgeführt wurde. Ich glaube, das waren sogar mehrere Millionen. Deswegen sollte man das eher kleiner halten und nicht Hunderte drin haben. Aber wie das wirklich skaliert, kann ich nicht beantworten. Gut, vielen Ja, die andere Frage, ob Dank. das ein GitLab Premium verfügbar ist, ja, habe ich verpeilt. Ich wollte es eigentlich am Anfang gesagt haben. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch selbst hosten. Dann ist halt außerhalb von GitLab, die Funktion ist letztendlich gleich, nur dass die Integration dann halt entsprechend fehlt. So, noch. Dann würde ich vielleicht mit der nächsten Frage weitermachen. Wie lange schleppt man solche Flags mit und ab wann entfernt man das alte Verhalten? Prinzipiell, ja, das deckt sich ja so mit dem bisschen, was ich gerade halt auch schon gesagt hatte. Prinzipiell sollte man nicht zu viele haben, also möglichst aufräumen, sowohl im Code als auch die Feature Flags selbst, um eben sicher zu gehen, dass man keinen alten, veralteten, falschen Code ausführt. Das führt nämlich auch dazu, ist ja halt, dass man dann teilweise ja von der quasi gleichen Funktion mehrere Implementierung hat. So, weil wenn man zum Beispiel irgendwie eine Suche ersetzt, irgendeine Suchfunktion ersetzt und erhofft dadurch, dass es dann halt entsprechend eine höhere, geringere, eine bessere Suchergebnis vielleicht liefert oder halt weniger Last auf den System verwendet, dann kann das ja auch so ein 50% Feature Flag sein, was man halt über ein paar Wochen drin hält. Und dann heißt es halt auch, man hat zweimal die Implementierung dafür drin, die man dann halt irgendwann rausschmeißen muss. Letztendlich ist man halt kontinuierlich am Refactoren, um das eben richtig zu machen. Also kommt drauf an, würde ich sagen, man sollte möglichst die Feature Flags klein, beziehungsweise die Anzahl der Feature Flags klein halten und genau, und möglichst früh aufräumen. Dann gibt es noch eine Frage, die sich auf den Stack Overflow-Artikel bezieht. Die habe ich gerade mal nachgeschlagen und ich glaube, da ist die Frage, warum das über so ein Pull-Verfahren funktioniert, also warum die Applikation selber nachfragen muss und warum die Feature Flags nicht einfach quasi als Config der Applikation mitgegeben werden. Ich kenne jetzt keine Details. Ich habe jetzt nämlich auch nicht drauf geklickt. Ich würde aber sagen, dass der wesentliche Unterschied ist, dass wenn ich das jetzt ausführen würde, dann kann ich das halt wenn man Unleash verwendet, das halt direkt über die UI machen, um das an- und auszuschalten. Und das geht dann doch deutlich schneller, als wenn man irgendwo Config-Dateien nochmal ausrollen muss. Weil so sind das eine Sache von ein paar Sekunden. Dass es umschwenkt und ein anderes Ergebnis liefert. Und ich würde behaupten, das wäre bei einem Push-Prinzip halt entsprechend anders, weil man dann ja einfach sorgen muss, dass die Config-Datei drin steht. Aber vielleicht auch besser, weil also jede Funktion hat ja auch andere Vorteile.
eben dadurch, dass man dann nachvollziehen kann, ob jetzt die eben diese Hochverfügbarkeitssache angesprochen, weil wenn dann der Unleash-Service dann doch weg ist, dann sollte das dann entsprechend ja auch richtig gehandhabt werden. Das heißt, je nachdem, wie lange man die drin hält, ist es immer so eine Abwägungssache, wie man das genau macht. Weitere Fragen? Das sieht momentan nicht so aus. Ansonsten habe ich hier noch ein paar Links. Ich lade die Präsentation ja auch nochmal hoch. Einmal die FeatureFlag-Dokumentation in GitLab selbst. Dann noch ein Artikel, wie GitLab FeatureFlags nutzt. Das war das mit diesen Config-Dateien unter anderem. Und von Martin Fowler ist zum Beispiel auch ein ziemlich interessanter Artikel, der das Ganze von heute auch nochmal anders zusammenfasst bzw. beschreibt, um wie man dann FeatureFlags nutzen kann. Kam jetzt gerade noch eine Frage rein. Unleashed hat eine Open Source und eine Enterprise Version. Welche ist in GitLab integriert? Oder welches Teil von GitLab? Ja, es müsste ziemlich sicher die Open Source Variante sein. Ich weiß aber auch nicht, was Unleash in der Enterprise Variante liefert. Alles klar. Ich glaube, dann gibt es erstmal keine weiteren Fragen mehr. Doch, jetzt kam noch eine rein. würdest du Environment oder Kontextvariablen als Feature Flex bezeichnen? Das bräuchte ich doch mal eine Ausführung, was jetzt genau damit gemeint ist. Also Environment-Variable kenne ich natürlich, Kontext-Variable. Jetzt aus diesem Satz würde ich sagen, würde ich auch als Feature-Flex bezeichnen, wenn sie das Verhalten irgendwie verändern. Bräuchte ich jetzt nur die Details, da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Warten wir gerade, ob da noch eine Ergänzung im Chat kommt. Ja. Als Beispiel HTTP könnte eine konkrete Anfrage dazu gegeben werden. Ja, ich bin immer noch nicht so ganz sicher, was gemeint ist, aber ich würde das. Ich glaube, es ist gemeint, dass man entweder über Environment-Variablen halt Features enabled oder disabled oder tatsächlich als Teil eines Requests, halt über einen Adder zum Beispiel, irgendwas mitgibt, was halt den Feature aktiviert, dann pro Request in diesem Kontext. Ja, würde ich auch. Ja, okay. Ja, würde ich auch als Feature Flex sehen. Letztendlich sind ja, wenn man jetzt irgendwie eine API betrachtet, die es in mehreren Versionen gibt, wo dann die URL halt V1, V2, V3 drin steht, dann ist es letztendlich auch eine Art Feature-Flag, nur dass es halt in der URL drin steht. Und ob es jetzt in der URL drin steht oder in irgendeinem HTTP-Header oder anderen Variablen, ist ja auch letztendlich egal. Hauptsache, es wird in irgendeiner Art und Weise umgeswitcht für die fast gleiche Funktion.